Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen parapsychologischen Gerätevideo. Ja, wir hängen ein bisschen hinterher. Es gibt ein paar Geräte und Sachen, die wir verwenden, die wir noch nicht erklärt haben. Das möchten wir hier gerne nachholen. Verzeiht schon mal vorab, wenn ich mir ein bisschen ins Gesicht fasse. Hier sind heute so viele Insekten unterwegs. Das gilt auch für die Folgevideos, weil ich jetzt gleich mehrere am Stück mache. Und ich bin jetzt ungefähr 15 Minuten rumgelaufen, um ein bisschen einen schönen Ort auch im Grün zu finden, wo nicht so viel Krach ist, aber ihr hört es, hier sind überall Baulärm. In jeder Ecke, wo ich hingehe, ist irgendwas, was Krach macht. Das ist jetzt hier der Punkt, wo es noch am leisesten ist. Ich hoffe, das geht. Von meiner Akustik her ist es gerade ein bisschen, ja, so mittel. Aber ich hoffe, das geht in Ordnung. Momentan blendet mich auch die Sonne. Von daher kann es auch sein, dass mein Auge gerade ein bisschen zu aussieht. Aber fangen wir einfach an. Und zwar mit dem Bubadi. Hi. Ja, der Bubadi. Haben vielleicht viele schon mal gehört. Sieht erstmal aus wie ein Spielzeug. Hat mehrere Effekte. Wir wenden ihn relativ selten an, weil ein paar Vorteile, die er bringt, sind auch gleichzeitig Nachteile. Fangen wir an. Was ist ein Vorteil, der kein Nachteil ist? Sein Aussehen. Gut, das kann dann jedes normale Plüschtier mehr oder weniger ersetzen. Als Trick-Objekt, also vor allem für Kinder zum Beispiel. Trick-Objekte sind halt Objekte, bei denen man davon ausgeht, dass eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Geist damit interagiert, weil er vielleicht in seinen Lebzeiten damit irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Und Teddys, Kinder, das hängt zusammen. Von daher, das ist so eine Funktion, die hier ohne Nachteil hergeht. Ja, was kann er sonst noch? Der kann EMF-Messung machen, ist jetzt allerdings nicht primär dafür geeignet. Und Temperaturmessung. Warum nicht primär dafür geeignet? Man kann es halt nicht ablesen, wie hoch das EMF oder die Temperaturschwankung ist. Er kommuniziert das mit einem. Sein Hauptzweck besteht eigentlich darin, dass er selbst einen Fragenkatalog abgeht. Leider nur auf Englisch, man kann das nicht umstellen. Ich habe auch mit den Entwicklern gesprochen und angeboten, ob wir vielleicht zusammen ein bisschen was arbeiten können. Ich habe ihnen angeboten, wir könnten ja die kompletten deutschen Sachen einsprechen. Sie können das dann kostenlos verwenden. Wir kriegen dafür einfach nur einen deutschen Bubadi. Das wollen sie nicht. Die Frage, ob wir vielleicht dann irgendwie einen Softwarecode kriegen, den wir bearbeiten können, um die englischen durch die deutschen Sachen zu ersetzen. Nur für diesen einen Teddy fanden sie auch nicht geil. Sie meinten außerdem, wenn der einmal zusammengebaut ist, dann kann man da auch nicht mehr viel machen. Und so sieht das auch tatsächlich aus. Und anscheinend besteht hier nicht das Interesse, eine deutsche Variante davon zu bauen. Deswegen müsst ihr uns mit Englisch begnügen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie der funktioniert. So, das ist seine Frontseite. Hier hinten ist das Akku-Pack. Ich komme ein bisschen näher ran. Kann das schlecht zeigen. Das ist wie gesagt da drin. Sollte man auch nicht rausnehmen. Und ist quasi ein Ausschalter. Ich lege den Schalter jetzt gleich um. Dann geht er an. Und dann macht er so für 10 bis 30 Sekunden eine Grundmessung. Misst also, wie ist das EMF um ihn herum? Wie ist die Temperatur um ihn herum? Das ist dann quasi der Nullwert. Und wenn es eine Abweichung dazu gibt, reagiert er entsprechend. Ich mache mal an. Das ist das Zeichen, er bringt die Nullmessung. Hi, I'm Bubadi. What's your name? So, wenn er das sagt, dann hat er sich kalibriert. Man kann es schwer sehen. Bubadi is ticklish. Ja, erkläre ich euch gleich. Man kann es jetzt schwer sehen im Hellen. Er hat hier drin. Did you say something? Could you please say it again? Ich gehe mal nah ran, vielleicht kann man es dann sehen. Das grünes Licht in den Händen hat er rote Lichter. Aw, thanks. I like holding hands with you. Und ja, wenn eine EMF-Quelle kommt oder eine Leerquelle, dann reagiert er. That tickles. Warum quatscht er die ganze Zeit? Ich berühre ihn und der Tastsensor merkt, oh, da fasst mich irgendwas. Could you say something? Could you please say it again? Und die Touchsensor merkt, oh, da habe ich was angefasst. Und aww, thanks. I like holding hands with you. Reagiert entsprechend. Und ihr merkt jetzt auch gerade den Nachteil von dem Kollegen. Er quasselt ununterbrochen. Also das ist ja durchaus auch der I Sinn. Like durchaus der Sinn der Sache, dass er halt wirklich selbst Fragen stellt und Antworten kommt, dass er quasi, er wird ja immer als kleiner Ermittler vorgestellt. Aber das Problem ist halt, wenn irgendwas ist, reagiert der und der fragt auch so. Das macht halt auch viel Krach, weil der auch nicht gerade leise ist. Das heißt, den muss man eigentlich allein operieren lassen. Das Video ist deswegen ein bisschen anstrengend. Bubadi is ticklish.
Wenn er sowas sagt wie, oh, danke, dass du mich umarmst, oder hier skitzelt, wie gerade eben. Aw, thanks, I like holding hands with you. Oder das, dann ist es halt ein Zeichen, dass irgendwas ihn berührt hat. Ich setze ihn jetzt mal kurz ab und nehme die Kamera. Ja, ist ein kurz still. Und nehme die Kamera kurz in die Hand. So, ich habe ihn jetzt mal auf die Bank gesetzt. Der Kollege sitzt also erstmal ruhig, was ihr auch merkt. Und jetzt kommt er gleich dazu, dass er selbst Fragen stellt in der Hoffnung, eine Kommunikation zu etablieren. Deswegen warte ich mal kurz. Und dann geht er halt so ein paar Fragenkataloge ab. Weiß ich jetzt, im Schatten sieht man es dann vielleicht besser? Das grüne Licht? Booba is ticklish. Ja, ich glaube, so kann man es gut sehen, da in seiner Kehle. Ja, und das ist der Booba Dick. Ein Gerät, das selbst Fragen stellt und versucht, damit eine Kommunikation zu etablieren. Man kann das relativ einfach selber haben, wenn man das möchte. Wenn er einfach einen Voice Recorder spricht, ein paar Fragen auf, lässt Pausen und spielt den ab und schaut, ob dann mit einem zweiten Voice Recorder was aufgezeichnet wird, der dann aufnimmt. Das wäre eine einfache Variante. Wenn man halt mit dem im Dunkeln arbeitet, ist es nicht schlecht, weil dann sieht man eventuell das, was leuchtet, also dass da Kälte- oder Wärmequelle ist oder halt ein Magnetfeld. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, es war für euch trotzdem wieder interessant und habt jetzt wieder ein Gerät mehr gesehen. Kommen jetzt noch, glaube ich, 3 Videos ungefähr und dann müssten wir up to date sein. Ich bedanke mich immer für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass ihr was gelernt habt und dass wir uns beim nächsten Mal noch wiedersehen. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.